Die Signa-Gruppe von Renaud Benko war einer der größten Immobilienkonzerne in Europa. Die Truppe hat Immobilien im Wert von über 20 Milliarden Euro verwaltet. Wenn so ein Containerschiff Schlagseite bekommt, dann bedrohen die Wellen auch viele andere kleine Schifferl und Boote in der Nähe. Das wissen alle, auch der Gesetzgeber. Und genau deshalb sind die Vorschriften für die Offenlegung für und die Kontrolle von so großen Konzernen ja auch ganz besonders streng, damit da nichts passieren kann. Moment mal. Je größer der Konzern, desto mehr Kraft hat er. Vergiss niemals, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ja, genau, große Verantwortung. Für die MitarbeiterInnen, für die KundInnen, für Zulieferbetriebe, für Investoren und für die Gesellschaft insgesamt. Deshalb sind die Regeln für große Konzerne auch strenger als für kleine Ein-Mann- oder Frau-Betriebe. Ein Konzern muss zum Beispiel viel mehr von seinen Zahlen und Daten öffentlich herzeigen als der Würstelstand ums Eck. Zumindest auf dem Papier. Das Beispiel von Renaud Benko und seiner Signa-Gruppe zeigt, in der Realität schaut das oft ganz anders aus. Von Transparenz keine Spur, niemand hat den Durchblick, was hier eigentlich genau passiert ist. Niemand, der die Pleite beobachtet hat. Niemand, der mittendrin steckt. Nicht mal die, die Geld reingesteckt haben in den Firmendschungel und denen Signa nun was schuldet. Das war aber kein Upsi, das ist leider beim Machen absichtlich so geworden. Die Intransparenz hat Methode, sie ist Strategie der Benko-Truppe. Jedes noch so kleine Schlupfloch wurde von ihnen ausgenutzt, um möglichst unbemerkt von der Öffentlichkeit und unbehelligt von der Aufsicht ihren Geschäften nachgehen zu können. Das Ergebnis? Signa hat es gleich mit 3 Gesellschaften in die Top 5 der größten Unternehmenspleiten der Republik geschafft. 2-mal hat es die Signa sogar aus Stockerl geschafft. Auf Platz 1 und damit die größte Pleite in der Geschichte der Republik Österreich ist die Signa Holding, dicht gefolgt auf Platz 2 von der Pleite der Signa Prime. Welche Geschäfte wollten Benko und Co. so dringend geheim halten? Und wie zur Hölle haben sie das hingekriegt? Hier sind die 3 Tricks, die Signa erst groß und dann kaputt gemacht haben. Der erste Trick. Die Kauf-, Vermiet-, Aufwertung-, Kreditspirale. Seit 2012 hat Signa schrittweise die Mehrheit in den deutschen Kaufhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof übernommen. Mit der Kaufhauskette hat Benko auch viele Immobilien in den Top-Lagen der deutschen Innenstädte gekauft. Und eigentlich ist es ihm nur um die gegangen. Die beiden Sparten wurden fein säuberlich auseinandergehalten. Beide gehören zwar zur Signa-Gruppe, sie wurden aber in unterschiedlichen Gesellschaften geparkt. Eine für die Immobilien und eine für das Handelsgeschäft. Die Immo-Gesellschaft hat der Kaufhausgesellschaft dann kräftig die Mieten erhöht. Die Kohle fehlt in der Handelssparte dann natürlich. Die hohen Mietzahlungen machen es schwer, das Kaufhausgeschäft profitabel zu betreiben. Aber die Immo-Gesellschaft freut sich über steigende Mieten und damit über eine Wertsteigerung der Immobilie. Zumindest in den Büchern. Der Wert eines Gebäudes hängt nämlich von 2 Faktoren ab. A. Mit welchen Mieteinnahmen ist in Zukunft zu rechnen? Je höher die Mieten, desto höher der Wert der Immobilie. Und B. Welche Zinsen müssen bezahlt werden, wenn man den Kauf der Immobilie mit einem Kredit finanziert? Steigen die Zinsen, sinkt der Wert der Immobilie. Die geschmolzenen neuen Mietvorschreibungen bei gleichbleibend niedrigen Zinsen haben die Kaufhausgebäude von Signa also schlagartig über Nacht quasi wertvoller gemacht. Auf dem Papier. Und nun kommt der Clou. Diese auf dem Papier so wertvollen Immobilien kann ich nämlich dann als Sicherheit angeben, um mir bei der Bank frisches Geld zu checken. Denn ich will ja wieder auf Einkaufstour gehen, ich will ja weiter wachsen. Und die Spirale, die dreht sich weiter und weiter. Neuer Kauf, neue Mieterhöhung, satte Wertsteigerung am Papier, neuer Kredit. Was am Papier alles möglich ist, wie weit man dieses Spiel treiben kann, das hat Benko's Signa Prime Selection gezeigt. Eine der wichtigsten Immobiliengesellschaften im Signa-Reich. 2010 gegründet, waren es damals ungefähr 750 Millionen Euro an Immobilien. 10 Jahre später war das Immovermögen der Gesellschaft um 2000% höher. Im Ergebnis war die Signa Prime Selection 2020 dann bereits 15 Milliarden Euro wert. Wachstum wie im Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wachsen sie noch heute? Dieses Märchen ist nicht gut ausgegangen, weil irgendwann ist dann doch der böse Wolf gekommen. Die Zinsen sind gestiegen. Diese Spirale nach oben, die dreht sich nämlich nur so lange nach oben, solange die Zinsen unten bleiben. Und solange die Handelssparte irgendwie am Leben bleibt und die Mieten auch irgendwie noch zahlen kann. Covid und Teuerungskrise haben dem Handel nicht gut getan. Die rapiden Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank als Antwort auf die Teuerungskrise haben die Spirale dann endgültig durchbrochen. Die Party war vorbei. Signa legte eine Bruchlandung hin. Kommen wir zum zweiten Trick. Das Cash-Karussell.
Signas Kaufhausgeschäft ist mit Corona erstmals ins Stocken geraten. Da haben noch öffentliche Hilfsgelder über die ärgsten Untiefen hinweggeholfen. Mit Ausbruch der Teuerungskrise ist die Luft aber wieder dünn geworden. Wieder wurden Warenhäuser geschlossen, wieder wurden öffentliche Hilfsgelder beantragt und eingesackt. Und während die Steuerzahler ihnen brav geholfen haben, hat sich die Immobiliengesellschaft von Signa stur geweigert, der Kaufhausgesellschaft auch nur einen Mietnachlass zu gewähren. Lieber wollte man direkt mit Geld aushelfen. Ist ja auch logisch. Die hohen Mieteinnahmen sind ja, Trick Nummer 1, ein zentraler Baustein, damit der Immobilienwert ordentlich aufgeblasen und hochgehalten werden kann. Hätte man da mit einem Mietnachlass den Stöpsel gezogen, hätte sich ein Teil der Aufwertungsgewinne der Signa Immobilien wieder in Luft aufgelöst. Und das Kartenhaus wäre zusammengekracht. Das musste um jeden Preis verhindert werden. Also hat man stattdessen munter Geld zwischen den verschiedenen Signa-Gesellschaften hin und her geborgt. Wo es am dringendsten gefehlt hat, wurde Cash reingeschüttet. Ein Cash-Karussell, das sich dank der verschachtelten Struktur von Signa wie geschmiert gedreht hat. Ob das rechtlich immer ganz sauber war, das werden im Zuge des Insolvenzverfahrens jetzt die Gerichte klären. Der brave Steuerzahler bleibt aber auf der Rechnung hübsch sitzen. Mit der Pleite der Signa Holding kann man deren zugesagte Unterstützung für die Handelssparte von rund 200 Millionen Euro abschreiben. Die haben sich in Luft aufgelöst. Der dritte Trick: Ich bin so klein. Mich sieht man gar nicht. Nach der Handelssparte hat es mit den stark gestiegenen Zinsen Ende letzten Jahres auch das Immobiliengeschäft erwischt. Die auf dem Papier hohen Bewertungen lassen sich bei stark gestiegenen Finanzierungskosten einfach nicht mehr rechtfertigen. Ergebnis dieser Entwicklung? Auf den Großbaustellen wie dem Hamburger Elbtower oder dem Kaufhaus Lamar in der Wiener Marie-Hilfer-Straße steht seither alles still. Mit Signa Prime und Signa Development haben schließlich die zwei wichtigsten Gesellschaften der Signa-Gruppe Insolvenz angemeldet. Insolvenzverwalter kämpfen sich nun durch ein Dickicht aus miteinander verschachtelten Signa-Gesellschaften. Über 1000 Unternehmen haben im Namen der Signa Geschäfte gemacht. Und viele stehen trotzdem als Firmen für sich allein. Das ist doch seltsam. Wieso gibt es keine gemeinsame, über alle Signa-Unternehmen hinweg integrierte Bilanz? Benko und seine Truppe haben eine Regulierungslücke im österreichischen Unternehmensrecht geschickt ausgenutzt. Wir unterscheiden bei Unternehmen nämlich nach Größe. Was für einen kleinen Laden mit 2-3 Leuten unnötige Bürokratie wäre, ist für einen Multimilliardenkonzern ein wichtiger Transparenzbaustein. Damit wir sicher gehen können, dass sich alle an die Spielregeln halten. Für kleine Kapitalgesellschaften gelten also andere, weniger strenge Regeln. Eine GmbH gilt dann als klein, wenn sie 2 der folgenden 3 Kriterien erfüllt. Also wenn sie weniger als 10 Millionen Euro Umsatz macht, wenn sie weniger als 50 MitarbeiterInnen hat oder weniger als 5 Millionen Euro Bilanzsumme hat. Wenn eine GmbH 2 von diesen 3 Kriterien erfüllt, dann gilt sie als klein. Und das macht einen riesigen Unterschied. Sie muss ihren Jahresabschluss nicht von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen, Gewinn- und Verlustrechnung muss sie gar nicht vorlegen und sie braucht keinen Aufsichtsrat. Und genau das hat die Signa ausgenutzt. Es müssen ja nur 2 von 3 Kriterien erfüllt werden. So konnte die Signa Holding GmbH mit einer Bilanzsumme von über 5 Milliarden Euro trotzdem als kleine GmbH geführt werden. Und so wurde aus einer kleinen GmbH die größte Insolvenz in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg. Trotz 5 Milliarden Euro Bilanzsumme, kaum Kontrolle, kaum Transparenz, keine gemeinsame Konzernbilanz und kein Aufsichtsrat, der die Geschäfte kontrolliert. Stattdessen hat Benko sich einen Beirat erfunden. Ein selbst ausgedachtes Fantasiegremium, das noch dazu bis kurz vor der Insolvenz von Reno Benko selbst geleitet wurde. Fassen wir nochmal zusammen. Mehr als 10 Jahre lang haben Reno Benko und seine Signa-Truppe eine spekulative Aufwertungskreditspirale befeuert. Als der Handel in die Krise gerutscht ist und die Zinsen gestiegen sind, hat man mit einem sich schneller und schneller drehenden Cash-Karussell versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Möglich war das alles nur, weil man alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um Kontrolle und Transparenz auszuhebeln. Aber was geht uns das an? Warum ist das für uns alle wichtig? Von den Pleiten sind immerhin keine kleinen AnlegerInnen unmittelbar betroffen. Signa hat die öffentlichen Kapitalmärkte weitgehend gemieden. Logisch. Dort gelten strengere Transparenzvorschriften als für eine kleine GmbH. Doch wir alle müssen noch mehrfach die Zeche für die Benko-Party zahlen. Das sind mal die Hilfszahlungen aus Steuergeldern, vor allem in Deutschland, die mit der Insolvenz endgültig versickert sind. Dann schulden die vielen Signas dem Staat, also uns, noch viel Geld. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, dazu kommen Arbeitslosengeld und Umschulungsmaßnahmen, all das sind unmittelbare gesellschaftliche Folgekosten dieser Pleite. Aber auch indirekt
werden wir alle für die Pleite mitzahlen. Die größten Gläubiger der Signal Prime zum Beispiel sind Versicherungskonzerne wie Signal Iduna mit fast 1 Milliarde Euro oder die R&V und die Allianz Versicherung mit jeweils über 300 Millionen Euro. Der Großteil dieser Investments ist wohl futsch und wird abgeschrieben werden. Bezahlen werden das einerseits die Kunden und Kundinnen dieser Versicherungen über höhere Prämien und uns allen gehen Steuereinnahmen verloren, denn die Abschreibung der Investments senkt die Gewinnsteuern dieser Konzerne, die sonst fällig gewesen wären. Mit großer unternehmerischer Kraft kommt große Verantwortung. Und darum braucht es für große Konzerne auch strengere Regeln. Der Trick mit der unfassbar großen kleinen GmbH gehört schleunigst abgestellt. Bei Aktiengesellschaften haben wir dafür schon gesorgt. Wer eines der Kriterien um mehr als das Fünffache überschreitet, gilt automatisch als große Kapitalgesellschaft. Wurscht, was die anderen Indikatoren sagen. Für GmbHs muss das genauso gelten. Wenn Unternehmen systematisch Transparenzregeln unterlaufen, braucht es strengere Strafen. Signa hat zum Beispiel Jahresabschlüsse nicht oder nur stark verspätet eingereicht. Die dafür vorgesehenen Strafen von wenigen 1.000 Euro hat man den betroffenen Geschäftsführern aus der Portokasse ersetzt. Weil sie als Teil des Gehalts ausgezahlt wurden, wurde das sogar noch von der Steuer abgesetzt. Wenn die Strafe so gering ist, dass niemand sich fürchten muss, dann verliert sie ihre Wirkung. Hier müssen wir schleunigst nachschärfen und die Strafen so empfindlich raufziehen, dass sich ein Foulspiel niemand mehr leisten kann. Und wir brauchen angemessene Unternehmens- und vermögensbezogene Steuern. Die Kosten, wenn ein Unternehmen krachen geht, werden zu einem beträchtlichen Teil von uns allen getragen. Es ist nur fair, wenn sich Konzerngewinne über gewinn- und vermögensbezogene Steuern daran beteiligen. Wie seht ihr das? Was sind eure Gedanken zum Fall von Benko und den ganzen Signa-Gesellschaften? Schreibt es uns in die Kommentare und nächste Woche dann wieder, wie gewohnt, Barbara Blaha mit dem nächsten Video. Bis dahin, eine schöne Woche.